Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Wir wollen jetzt nochmal auf die verbleibenden Tage im September schauen, was sich da bei uns beim Wetter noch tun wird. Ja, und da deutet vieles in der nächsten Woche nochmal auf eine sehr milde bis warme Südwestwetterlage hin. Gestützt, befeuert wird das Ganze von einem weiteren ehemaligen Hurricane. Ja, was das für unseren sowieso schon deutlich zu warmen September bedeuten könnte und wo wir da so unterm Strich dann am Ende rauskommen könnten, da wollen wir im Laufe des Videos ein bisschen drauf schauen. Zunächst müssen wir allerdings nochmal über unsere heutige Kaltfront sprechen, denn da haben die Wettermodelle im Vergleich zu gestern, vorgestern doch etwas angezogen. Die könnte gebietsweise die Passage dieser Kaltfront nochmal recht ruppig verlaufen. Wir schauen zunächst mal auf das Europaradar von heute Morgen und da sehen wir westlich von uns gar nicht mal so weit mehr entfernt. Schon die ersten Niederschläge vorlaufen vor der Kaltfront, schon so über den Niederlanden, Belgien, Nordfrankreich. Regen, der schon so allmählich dem Westen näher kommen wird. Auch über ja, Baden-Württemberg, auch hier haben wir schon mal erste Niederschlagssignale. Ja, und mit diesen ja, vorlaufenden Wolken und auch der Warmluft vor der Kaltfront war das nochmal im Westen wieder eine für die Jahreszeit sehr laue, sehr warme Nacht. Heute Morgen um 5 Uhr noch vielerorts oder verbreitet Werte über 15 bis knapp an die 20 Grad. Geilenkirchen sogar heute Morgen sogar noch bis knapp 21 Grad. Ja, und wir wollen uns jetzt nochmal diese Kaltfront ein bisschen genauer angucken. Und wie gesagt, die Modelle, die haben jetzt doch ein bisschen angezogen, doch ein bisschen verstärkt. Und das ist jetzt mal aus dem ID2-Modell für heute späten Nachmittag, frühen Abend. Und ich habe hier mal so einen Bereich eingekreist, so vom südlichen NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland bis nach Frankreich. Da könnte sich nach einer Vielzahl der hochaufgelösten Wettermodelle nochmal eine ausgeprägte Schauer- und Gewitterlinie bilden. Wir haben relativ viel Scherung. Da haben wir ja letztens schon mal darauf hingewiesen, das spricht dafür, dass sich die Gewitter organisieren könnten und sich dann vielleicht auch so eine richtige Schauer- und Gewitterlinie bilden könnte. Und das bedeutet natürlich auch, gerade hinsichtlich Sturm, müssen wir nochmal ein Auge genauer drauf haben. Ja, auch das Super-AD-Modell, auch das deutet einige Gewittersignale hier in dem Bereich so von NRW bis nach Frankreich an. Und auch hier würde die Kaltfront dann halt weiter nach Osten ziehen. Ja, und sollte sich das Ganze so organisieren, wie hier dargestellt, kann es natürlich vorübergehend auch mal ja, Starkregen geben. Aber weil das Ganze zieht, sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Aber so hinsichtlich Sturm müssen wir ein bisschen genauer drauf schauen. Das ist jetzt mal die Böenberechnung aus dem französischen Arom-Modell. Ja, ich weiß, ist das Modell, was immer so meistens die stärkste Entwicklung drin hat. Zeigt uns aber auch mal so, was maximal im Bereich einer gut ausgeprägten Schauer- und Gewitterlinie möglich sein könnte. Ja, und wir sehen hier durchaus Böen, 70, 80, vereinzelt auch mal bis an die 90 km/h. Also gehen wir mal davon aus, sollte sich das so entwickeln, kann es durchaus auch zu Sturmböen dann im Bereich einer gut ausgeprägten Schauer- und Gewitterlinie kommen. Das dazu, jetzt schauen wir mal auf die heutige Tageskarte, auch von den heutigen Donnerstag. Und da gibt es in der Osthälfte nochmal einen ja, sonnigen oder leicht bewölkten, ja, man muss schon sagen, Sommertag. Die Temperaturen machen nochmal einen ordentlichen Satz nach oben. Wir sehen die Werte 25 bis 28, örtlich auch sogar 29 Grad. Im Westen sieht es allerdings ganz anders aus. Hier sind ja schon die dichten Wolken aufgezogen, wird sich weiter verdichten die Bewölkung. Erste leichte Regenfälle können schon relativ frühzeitig einsetzen. Ja, und dann kommt dann halt nachmittags diese Kaltfront mit schauerartigen Regenfällen, einzelnen eingelagerten Gewittern. Wie gesagt, Möglichkeit einer ausgeprägten Schauer- und Gewitterlinie. Dementsprechend habe ich hier mal vorsichtshalber auch mal zwei Ausrufezeichen gesetzt. Also Sturmböen sind hier mitunter nicht ausgeschlossen. Ja, und dazu, ja, da gehen die Temperaturen dann im Westen schon deutlich zurück. So mittags, früh, nachmittags vielleicht nochmal so maximal 20 bis 22 Grad zieht dann hier der Regen auf. Dann haben wir nachmittags nur noch so 17, 18 Grad maximal. Das war das. Jetzt gucken wir auf die kommende Nacht. Da kommt diese Kaltfront weiter über die Landesmitte hinweg Richtung Osten voran. Mit durchaus auch mal kräftigen, schauerartigen Regenfällen. Anfangs auch einzelnen Gewittern. Wahrscheinlich bleibt es noch bis in die frühen Morgenstunden im äußersten Osten. Also polnische Grenze, tschechische Grenze trocken. Sonst halt auch mal, wie gesagt, vorübergehend der kräftige Regen. Im Westen ist das Ganze dann schon meistens durch. Da lockern die Wolken mal auf. Morgen sind dann aber Richtung Niederrhein auch nochmal neue Schauer möglich. Ja, die Tiefstwerte vor der Kaltfront im Osten nochmal sehr lau die Nacht mit ja, teilweise deutlich über 15 Grad. Im Westen kühlt sich schon deutlich besser ab, so Richtung Eifel, Saarland, Hunsrück. Hier sogar Tiefstwerte bis an die 11 Grad.
Ja, am morgigen Freitag, dann liegt noch diese Kaltfront über dem Osten und Südosten des Landes. Das heißt, hier noch die dichten Wolken und der Regen, während das im Osten doch immer mehr nachlässt, der Regen sich immer Richtung weiter Richtung polnische Grenze zurückzieht, kommt diese Kaltfront dann im Süden, vor allen Dingen in Bayern, dann ins Schleifen. Das heißt, hier bleibt es noch dicht bewölkt mit Regenfällen. Vor allen Dingen an den Alpen kann es auch mitunter auch kräftig regnen. Ansonsten lockern die Wolken von Westen her mal auf. Sonne kommt durchaus mal ganz gut durch. Schauerneigung erstmal verhältnismäßig gering. Im Laufe des Nachmittags kommt aber von Westen her nochmal so ein Trog rein. Und gerade so südliches NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, da deuten die Wettermodelle doch relativ verbreitet auf neue Schauer, auch mal einzelne Gewitter hin, während Richtung Nordwesten das Ganze wahrscheinlich weniger aktiv ist, nicht ganz so zahlreich sein dürfte. Ja, wir sehen den deutlichen Temperaturrückgang, vor allen Dingen dann natürlich im Osten und Süden im Vergleich zum Donnerstag. Ja, und in Südbayern am Alpenrand ein richtiger Temperatursturz hier mit teilweise bis an die 10 Grad in den dichten Wolken und in den Regenfällen. Sonst mal so meist Werte unter 20 Grad, vielleicht nochmal Richtung Oder-Neiße und am Oberrhein, wenn hier die Sonne rauskommt, knapp darüber. Dann möchte ich euch nochmal die Regenmengen in Verbindung mit der Kaltfront zeigen, also von heute Abend 18 Uhr bis morgen Abend. Ja, und wir sehen da gerade mal so in der Westhälfte mit der Kaltfront durchaus auch mal größere Regenmengen. Wenn die durchziehen, sind mal so 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter möglich. Nach Osten und Nordosten hin wird es deutlich weniger. Wenn das Ganze dann morgen früh ankommt, dann wahrscheinlich nur noch so wenige Liter. Deutlich mehr Regen dagegen noch im Allgäu. Hier regnet es ja auch morgen noch anhaltend. Auch gewisse Staueffekte kommen hier zum Tragen. Hier sind dann so bis morgen Abend auch so 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter möglich. Prädestinierte Staulagen mitunter auch noch darüber. Das war jetzt der Freitag, den haben wir auch komplett jetzt abgehandelt. Jetzt schauen wir nochmal aufs Wochenende. Ich möchte euch nochmal die Karte jetzt für den Sonntag zeigen, die Wetterlage, weil wir da nämlich auch nochmal auf die Entwicklung in der nächsten Woche eingehen müssen. Denn da kommt der ehemalige Hurricane Nigel ins Spiel, also Ex-Nigel. Der befindet sich dann so südlich von Island und ja, der stützt dieses Hochdruckgebiet, was sich zum Wochenende dann bildet bzw. verstärkt, dann in der Nacht zum Sonntag schon über uns hinwegzieht und Sonntag östlich von uns liegt. Und dieses Hoch wird das Wetter dann deutlich beruhigen. Ja, und wie gesagt, dieser ehemalige Hurricane, der fühlt sich da wohl pudelwohl, wird sich da richtig einnisten und auch in der nächsten Woche wahrscheinlich noch unser Wetter bestimmen. Und dieser Hurricane, der stützt so ein bisschen halt, wie gesagt, diese Wetterlage, befeuert nochmal eine neue südwestliche Strömung, mit der wir es dann wahrscheinlich auch in der nächsten Woche zu tun haben werden. Zuvor allerdings sind da erstmal recht kühle Luftmassen bei uns eingeflossen. Wir sehen das am Samstag und Sonntag. Eher verhaltene Temperaturen, gerade der Samstag, der ist noch mal so leicht unbeständig. Vor allen Dingen in Bayern noch die dichten Wolken. Hier regnet es an den Alpen noch häufiger. Sonst haben wir dann einen Bereich so im Nordwesten an der Nordsee, wo schon relativ schnell Schauer und Gewitter auch mal aufkommen. Ja, und diese Schauer breiten sich dann im Laufe des Tages so auf den Nordwesten auf. Wie gesagt, einzelne Gewitter im Bereich der Nordsee mal mit dabei. Dazu hier auch relativ viele Wolken. Sonst haben wir wahrscheinlich so einen Streifen von Südwest nach Nordosten, wo es weitgehend trocken bleiben wird. Bei so einem Gemisch aus Sonne und auch mal im Tagesverlauf dickeren Quellwolken. Aber hier sollte, wie gesagt, kaum was passieren. Temperaturen sehen wir dann im Osten mal so knapp über 20 Grad. Kühl dagegen weiterhin am Alpenrand, wo die Wolken ja kaum auflockern. Hier werden wir wahrscheinlich kaum 15 Grad erreichen. Schauen wir auf den Sonntag. Gleich gucken wir nochmal auf die Nächte. Jetzt schauen wir auf den Sonntag erstmal selber. Da haben wir es dann erstmal anfangs durchaus mit Nebel- oder Hochnebelfeldern zu tun. Wir sind ja dann auch offiziell schon im Herbst. Samstagmorgen 8.50 Uhr offiziell Herbstanfang. Also da darf auch mal Nebel oder Hochnebel sich ein bisschen länger halten, sollte sich aber dann auch relativ gut auflösen. Das geht dann mal teilweise so ein bisschen in dickere Quellbewölkung, gerade so über der Mitte über. Insgesamt überwiegt aber der freundliche Wettercharakter und die Sonne wird häufig mit dabei sein. Und wir sehen, es wird auch ein weitgehend trockener Tag sein. Lediglich an den Alpen vielleicht nochmal so letzte Tropfen, die aber auch bald nachlassen. Ja, und dann steigen die Temperaturen im Vergleich zum Samstag sogar so ein klein wenig an. Das heißt, wir kommen der 20-Grad-Marke doch häufiger mal ein bisschen näher. Wir können bzw. können sie in manchen Regionen auch überschreiten. Jetzt gucken wir nochmal auf die Nächte und die werden doch recht kühl werden. Sehen wir hier Nacht zum Samstag, Nacht zum Sonntag. Ja, und gerade die Nacht zum Sonntag doch relativ verbreitet, eigentlich einstellige Tiefstwerte. Kühle Luftmasse ist eingeflossen, hoch liegt drüber uns, wenig Wind. Ja, und dann kommt es noch so ein bisschen darauf an, inwiefern kann sich da mal Nebel oder Hochnebel ausbreiten. Das kann so ein bisschen die Abkühlung dämpfen. Sollte es allerdings vielfach klar oder leicht bewölkt bleiben, dann geht es auch deutlich runter. Und vielleicht könnt ihr das hier so erkennen, diese mintgrünen Farben. Das deutet darauf hin,
dass in einigen Mittelgebirgen auch Tiefstemperaturen von unter 5 Grad möglich sind. Ja, und in manchen prädestinierten klassischen Tal- und Muldenlagen, wie wir immer so gerne sagen, kann es sogar dann den örtlich ersten Bodenfrost geben. So muss es natürlich richtig heißen. Ja, das war jetzt das Wochenende. Jetzt schauen wir mal auf die Entwicklung in der nächsten Woche. Kurz mal der Blick auf die Höhenwetterkarte jetzt für den Dienstag. Und da sehen wir, da ist immer noch der ehemalige Hurricane Nigel da. Immer noch diese Südwestströmung hoch so ein bisschen östlich von uns. Und das heißt, bodennah haben wir es mit östlichen Winden zu tun. Das heißt, gerade Montag, Dienstag sieht in Sachen Sonnenschein richtig gut aus. Nochmal richtiges, trockenes und auch zunehmend wärmeres Spätsommerwetter. Die Höhenströmung ist allerdings eine südwestliche und die könnte auch im weiteren Verlauf anhalten. Wenn wir mal ein paar Tage weitergehen, so Richtung Freitag, das ist jetzt aus dem ECMWF Mittel, sind dann ja auch schon bei Tag 7, Tag 8. Insgesamt die Wettermodelle deuten so ein bisschen an, dass es ein bisschen zyklonaler werden könnte. Das heißt, so erste Tiefausläufer durchaus mal im Laufe der Woche den Westen und Nordwesten erreichen könnten. Aber wir sehen immer noch diese Südwestströmung. Das heißt, der Zustrom relativ warmer, milder Luftmassen bleibt erhalten. Hochdruckeinfluss vor allen Dingen nach Süden und Osten, wo wahrscheinlich kaum was passieren wird, wo es nach jetzigem Stand auch recht freundlich und trocken mit warmem Spätsommerwetter weitergehen könnte. Also das ist die Tendenz. Das heißt, der warme September, der wird seine Fortsetzung finden. Ja, und alles in allem deutet vieles darauf hin, dass wir es vielleicht dann auch wirklich mit einem Rekord-September, also mit dem wärmsten September seit Aufzeichnungsbeginn zu tun haben könnten. Zwei Karten zum Ende nochmal. Ein Blick auf die Ensembleberechnung. Zunächst mal von Hamburg im Norden. Und das ist schon für die Jahreszeit dann Ende September, gerade so Richtung Dienstag, Mittwoch, doch mit hohen Temperaturen. Fast alle Lösungen im so Bereich von 20 bis 25 Grad. Manche, wie gesagt, knapp an die 25 Grad. Man muss auch sagen, das ECMWF ist mit so das wärmste Modell, aber das ist trotzdem schon beachtlich, so 20, 25 Grad dann für die Jahreszeit. Mittwoch sehen wir hier die schwarze Linie, das ist der Hauptlauf. Der deutet darauf hin, dass es zu einer Abkühlung kommen könnte, dass das Ganze so ein bisschen tiefdruckgeprägter sein könnte, Regenfälle aufkommen. Aber es gibt auch viele Lösungen, die selbst dann noch so Richtung Mittwoch, Donnerstag noch im relativ warmen Bereich verbleiben. Gehen wir in den Süden, schauen auf München. Auch hier das stabile Hochdruckwetter, hier sogar bis Mittwoch einschließlich warmes Wetter, aller Voraussicht nach mit Werten von 20, 25 Grad. Ob es danach dann auch im Süden mal ein bisschen kühler oder wechselhafter wird, das muss man abwarten. Insgesamt die Nebel- und Hochnebelneigungen, tendenziell ein bisschen geringer, weil das hoch östlich von uns liegt, weil wir ein bisschen Wind haben. Trotzdem sollte man mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, kühle Nächte. Auch die Morgen- und Vormittagsstunden könnten mal ein bisschen Nebel oder Hochnebel bringen. Allerdings ansonsten sieht es für Anfang nächster Woche erstmal richtig gut aus. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Bis dahin. Ciao.